Als der Wald nicht still war. Ein Hörtheaterstück für Kinder von und mit Kurt König. Als der Wald nicht still war. Vogelgezwitscher musiziert durch den dichten, stillen, grünen Wald. Ayla, die alte, riesige Eiche, breitet ihre Arme über die grüne Lichtung aus, um kühlen Schatten zu schenken. Blubber, der kleine, immer schlecht gelaunte Teichgeist, schläft wieder einmal in seinem nassen Bett, einem dunklen Teich. Während Hasenpfötchen und Wusel, der kleine Rotfuchs, im Gebüsch Verstecken spielen. In der Ferne hört man ab und zu Herrn Buntspecht, der eifrig mit seinem langen Schnabel gegen die Baumstämme hämmert. Eins, zwei, drei, vier, zählt Wusel und hält sich dabei seine Augen zu. Oh wei, wo verstecke ich mich denn jetzt? Hasenpfötchen schaut hinter einen großen, blühenden Busch. Ach nein, das ist viel zu gefährlich. Ich könnte eine Biene in den Blüten beim Naschen stören und dann erschreckt sie sich und piekst mir in den Po. Eins, zwei, drei, vier. Wusel zählt weiter, aber er kommt immer nur bis zur vier. Ob er vielleicht nur bis vier zählen kann? Das ist auch kein gutes Versteck, sagt Hasenpfötchen und blickt in den dunklen Teich. Da würde ich ja ganz nass und ich weiß nicht, wie tief das Wasser ist. Schwimmen kann ich noch nicht. Das ist viel zu gefährlich. Vier, vier, vier. Hast du dich schon versteckt, Hasenpfötchen? Wusel blinzelt durch seine Pfötchen. Noch nicht, Wusel. Du musst bis 10 zählen. Erst dann darfst du mich suchen. Hasenpfötchen schnuppert an einem riesigen, bunten Fliegenpilz. Wenn ich mich dahinter verstecke, sieht Wusel mich ja noch. Ich bin ja schon groß. Und der, das, die... Was ist denn das überhaupt? Weiß von euch jemand, was das ist? Ayla, die weise große Eiche, ruft zu dem kleinen, neugierigen Hasen herunter. Das ist ein Fliegenpilz, Hasenpfötchen. Ich glaube, der heißt so, weil er fliegen kann. Fass ihn lieber nicht an, der sieht giftig aus. Der ist auch viel zu klein, um mich hinter ihm zu verstecken. Und er ist viel zu gefährlich. Hasenpfötchen hoppelt von links nach rechts und von rechts wieder nach links. Aber ein richtig tolles Versteck ist einfach nicht zu entdecken. Eins, zwei, drei, vier, vier. Verflixt. Ich kann doch nur bis vier zählen. Wie geht es denn dann nur weiter? Wusel kann ganz tolle Sachen machen. Purzelbäume schlagen, Handstand und sogar schon seinen Namen schreiben. Nur bis 10 zählen, das klappt noch nicht so gut. Ich finde einfach kein Versteck. Was mache ich nur? Hasenpfötchen zupft nervös an seinem langen rechten Ohr. Das macht der kleine Hase immer so. Denn dabei kommen ihm immer die besten Ideen. Hasenpfötchen,
Ich bin doch so groß und dick. Die Vögel verstecken sich in meinen Ästen. Der Maulwurf versteckt sich zwischen meinen Wurzeln. Versteck dich doch einfach hinter mir. Da findet dich der Wusel ganz bestimmt nicht. Eiler, die alte Eiche, hat immer einen guten Rat. Immer wieder fragen die Tiere im Wald den mächtigen, klugen Baum. Prima! Danke, liebe Eiler! Das ist wirklich ein ganz tolles Versteck. Und so hoppelt Hasenpfötchen hinter den riesigen, dicken Baumstamm und ist tatsächlich nicht mehr zu sehen. Vier, vier. Wusel fällt einfach nicht ein, was nach der Vier kommt. Psst, Wusel, nach der Vier musst du mit Fünf weiterzählen. Eiler kann auch hier ein bisschen weiterhelfen, jetzt wo Hasenpfötchen nicht mehr zu sehen ist. Ach richtig, danke Eiler, jetzt weiß ich es wieder. Fünf, sechs, sieben, sieben. Und was kommt dann? Wusel schaut Eiler nach oben fragend an. Lass mich mal überlegen. Weißt du, so oft müssen wir Bäume auch nicht zählen. Ach, ich erinnere mich wieder. Nach der 7 kommt die 8, kleiner Wusel. Puh, da hatte Eiler aber nochmal Glück, dass sie sich erinnern konnte. Eine 130 Jahre alte Eiche, die nicht einmal bis 10 zählen kann? Das wäre aber peinlich gewesen. Und der kleine Fuchs könnte nicht zu Ende zählen und dürfte dann ja auch nicht den kleinen Hasen suchen. Dann hätte Hasenpfötchen hinter Eiler stehen bleiben müssen, wie ein kleiner Baum. Juhu, jetzt weiß ich wieder, freut sich Wusel. 8, 9, 10. Ich komme dich jetzt suchen, Hasenpfötchen. Wusel nimmt die Pfötchen von seinen Augen und guckt nach links und rechts und wieder nach links. Er schaut hinter den großen, blühenden Busch. Doch dort ist Hasenpfötchen nicht. Häschen, Häschen, mach mal Piep. Piep, hört man aus Eilers Richtung. Hast du Piep gesagt? Schaut Wusel die große alte Eiche fragend an. Aber Wusel, Bäume piepen doch nicht. Das stimmt natürlich. Wusel blickt in den Teich. Häschen, Häschen, mach mal Piep. Wieder ertönt es Piep aus Eilers Richtung. Ungläubig blickt Wusel die alte Eiche an. Hast du Piep gesagt, Eiler? Bäume können nicht Piep sagen, Wusel. Die alte Eiche schüttelt so heftig mit dem Kopf, dass ihr sogar einige Blätter dabei herunterfallen. Das stimmt, Bäume piepen nicht, sagt Wusel und schnuppert an einem großen, bunten Fliegenpilz. Hier ist Hasenpfötchen auch nicht. Hinter diesem, dem... Ja, was ist denn das überhaupt? Vorsicht, Wusel, das ist ein fliegender Pilz. Der ist sicher giftig, fass ihn lieber nicht an. Eiler hat den großen, bunten Fliegenpilz noch nie fliegen gesehen. Aber ein Fahrrad fährt, ein Reiter reitet, ein Wusel wuselt. Warum sollte also ein Fliegenpilz nicht auch fliegen können? Aber wo soll ich jetzt noch suchen? Ich finde Hasenpfötchen nicht. Piep, macht es schon wieder aus Eilers Richtung. Wusel, denk nach. Wenn ein Baum nicht piepen kann, aber du trotzdem Piep aus Eilers Richtung hörst, wo verstecke ich mich dann? Hasenpfötchen ist zwar froh, ein so tolles Versteck gefunden zu haben, aber der kleine Hase merkt, dass sein Freund traurig ist, weil Wusel das Versteck nicht findet. Wusel soll aber nicht traurig sein. Darum hilft der kleine Hase dem sonst so klugen Fuchs ein wenig. Hasenpfötchen, bist du etwa ganz nach oben geklettert?
schaut der kleine Fuchs mit dem schönen roten Fell nach oben an Eiler hoch. »Nicht oben, Wusel, das wäre doch viel zu gefährlich. Suche mich unten.« Da huscht Wusel hinter die große Eiche und wirklich, da sitzt der kleine Hase und freut sich mit Wusel, dass er ihn endlich gefunden hat. Die beiden umarmen sich, hüpfen und tanzen um Eiler herum und singen dabei. Hopsen, plopsen, sumseln, wir tanzen in den Runden. Klatschen, klatschen, wumseln, der Hase war verschwunden. Lachen, kichern, ha, 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 jetzt ist der Hase wieder da. Darüber freut sich Eiler so sehr, dass sie mit ihren großen Ästen dazu in die Hände klatscht. Die drei machen dabei so viel Lärm, dass davon Blubber, der grimmige Teichgeist, aufwacht. Blubber hat wieder einmal richtig schlechte Laune. Was ist denn hier für ein scheußlicher Lärm? Lärm? Wo hörst du denn Lärm? Hasenpfötchen hält seine langen Ohren in alle Richtungen. Wusel möchte das auch, aber er hat dafür viel zu kurze Ohren. Und Eiler hält sich die Äste an die Seite und hat ganz vergessen, dass Bäume gar keine Ohren haben. Also zumindest Eichen nicht. Die immer neugierige Tanne, die ihre Zapfen in alle Dinge steckt, die sie nichts angehen, die hat bestimmt Ohren. Eiler hörte mal unter sich Großvater Bär zu Holopainen, dem Elch, der aus Finnland in ihren Wald gezogen war, dass er aufpassen solle, was er sagt, denn die Tanne hätte überall ihre Ohren. »Ich höre keinen Lärm«, sagt Wusel schulterzuckend. »Und ich habe die längsten Ohren im Wald, aber Lärm höre ich auch keinen«, meint daraufhin Hasenpfötchen. »Wenn im Wald Lärm wäre, müsste ich ihn hier oben ja als erstes hören, aber auch ich kann keinen Lärm hören. Es ist herrlich still, wie immer in unserem schönen Wald«, erklärt Eiler. Doch Blubber war ja davon aufgewacht. »Ich habe es doch gehört. Jemand hat laut gesungen, auf dem Boden herumgestampft und mit den Händen laut geklatscht. Der ganze Teich hat sich bewegt. Meinst du etwa unser fröhliches Lied, das wir gesungen haben?«, fragte Hasenpfötchen. »Und unseren lustigen Tanz, den wir dazu getanzt haben?« wollte Wusel nun auch gerne wissen. »Oder gefiel dir unser Klatschen nicht, was so herrlich Spaß gemacht hat?« blickt auch Eiler den grimmigen Teichgeist nun fragend an. »Wenn ihr damit nicht auf der Stelle aufhört, bekommt ihr von mir kein Wasser mehr. Dann wird euch das Singen, Tanzen und Klatschen schon vergehen«, drohte Blubber mit seinem patschnassen erhobenen Zeigefinger. »Warum?« fragte der Hase, der Fuchs und der Baum gleichzeitig verwundert im Chor. »Bäume kommen ohne Wasser nicht aus. Du wirst vertrocknen, alte Eiche. Zuerst werden deine Blätter ganz gelb, so wie im Herbst. Und dann fallen sie dir ab. Und auch kleine Hasen und Füchse brauchen Wasser. Sonst bekommt ihr schrecklichen Durst«, erklärte Blubber den drei viel zu lauten Waldbewohnern. Nachdenklich schauten Hasenpfötchen und Wusel auf den Boden. Blubber hatte natürlich recht. Aber dass sie deswegen nun nicht mehr würden spielen, lachen, singen, tanzen und klatschen können, machte die beiden sehr traurig. »Aber«, begann nun Eiler, die traurige Stille zu unterbrechen, »wenn ich nicht mehr von dir Wasser bekomme, mir deswegen meine Blätter gelb werden und dann herunterfallen, so wie im Herbst«, Eiler dachte kurz nach, »dann kann ich doch aber keinen Schatten mehr machen. Und im Sommer scheint die Sonne doch viel wärmer. Und«, verstand nun auch Hasenpfötchen, »wenn die Sonne das Wasser wärmt, dann verdunstet es. Es wird zu Dampf und steigt dann nach oben hinauf, bis in den Himmel.«
ganz weit nach oben. Das haben wir gerade erst gestern in der Hasenschule gelernt. Aber wenn das Wasser in den Himmel fliegt und der Teich leer ist, wo soll Blubber denn dann schlafen? Wollte Wusel gerne wissen. Ein Teichgeist in einem Teich ohne Wasser. Wo hat man denn sowas schon mal gesehen? Musste Eiler kichernd fragen. Meint Blubber überlegend. Wiederholte er sich und kratzte sich dabei nachdenklich an seinem patschnassen Kopf. Das machte solch ein ulkiges Geräusch, dass Hasenpfötchen kichern musste. Dann musste auch Wusel laut lachen. Und schließlich konnte sich auch einer nicht länger zusammenreißen. Blubber war eigentlich wütend, dass die drei nun über ihn lachten. Aber einerseits war das Gelächter so ansteckend und das Geräusch war ja nun wirklich so sehr lustig, da konnte auch der grimmige Teichgeist nicht länger sein grimmiges Gesicht machen. Blubber lachte lautlos, lauter als die anderen drei zusammen. Blubber, sing doch einfach mit uns zusammen, meinte schließlich Hasenpfötchen. Und tanze mit uns durch den Wald, das macht ganz viel Spaß, versprach dann auch Wusel. Und dann klatsche laut dazu in die Hände. So vergeht jede schlechte Laune, erklärte dann auch einer. Wer hätte das gedacht? Blubber vergaß seine schlechte Laune einfach, hopste erst ganz wenig auf dem linken Fuß, wodurch sich darunter eine dicke Pfütze bildete. Dann noch mit dem rechten Fuß, der laut platschend in der Pfütze landete. Hasenpfötchen und Wusel sangen dazu und Eiler klatschte mit ihren dicken Ästen im Takt. An diesem warmen Sommertag kam aus dem dichten, tiefen Wald ein richtig lauter Lärm. Aber alle Waldbewohner hatten einen riesigen Spaß damit. Und am lautesten hörte man den sonst so grimmigen Teichgeist lachen. Thank you.